Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mal wieder im Bausimulator 3. Und im September kommt ja der neue Construction Simulator raus. Da sind wir ja schon mal alle gespannt, ne? Schau mal. Und warum nicht mal nochmal den Bausimulator hier anzocken? Kann man sich mal wieder ein bisschen einspielen und mal schauen. Müssen wir hier auch, was wir hier für Aufträge haben. Ich habe keine Ahnung. Ausschreibung. Schauen wir mal, was wir hier am Start haben. Feldweg befestigen, Fahrbahn asphaltieren, Rohr verlegen, Vorplatz erneuern, Industriebau Lagerhallen. Alter Schwede. Okay, das gibt auch richtig Geld. Aber ich würde sagen, komm, gehen wir da rein, ne? Industriebau Lagerhallen, jawohl, Auftrag annehmen. Zack. Ja, die nehmen wir an. Nutze eine Planierraupe, um den Oberboden aus dem markierten Bereich zu schieben. Aha. Ich muss jetzt erstmal wissen, wo der markierte Bereich ist. Warte mal. Wo ist die Baustelle? Hier. Ah ja, okay. Ja, kein Problem. Dann wollen wir mal, warte mal, wie viele Fahrzeuge haben wir denn jetzt hier stehen? Zu viele offensichtlich. Da müssen wir doch mal, nein, stopp. Nein, hier. Und zwar können wir den hier, warte mal, wie kann ich den denn jetzt einlagern? Wie ging das nochmal? Ah ja, hier, Fuhrpark. Zack. So. Den müssen wir mal reparieren. Wir brauchen eine Planierraupe. Warte mal, den können wir einlagern. In Fahrzeugkeile einlagern, jawohl. Zack, so, jetzt brauche ich eine Planierraupe. Boah, so lange nicht mehr gespielt, ne? Ach, das geht hier immer noch nicht schneller. Wo sind denn die Planierraupen? Verdammt. Das, das. Nee, nee, nee. Oh, das kann nicht wahr sein. Was ist denn das große Ding? Schauen wir mal. Irgendwo werden wir es finden. Kann ja nicht weg sein. Da, das sieht doch gut aus. So, aus Fahrzeughalle auslagern, jawohl. So, wo ist er? Da hinten. Einsteigen und noch die Orbit-Kamera einstellen und auf geht's. Oh ne, halt. Aber mal schauen. Da vorne ist das Baugebiet. Ja, es geht schon. Müssen wir ein bisschen fahren hier. Kein Problem. Diese Ruckler müssen aber nicht sein. Ja, auf den neuen Construction Simulator, der dann im September da kommt, bin ich echt mal gespannt, ne? Da, will ich mich auch mal überraschen lassen. Werden sich auch einige fragen, ey, warum kommt jetzt hier Bausimulator, kein Jurassic World? Weil Jurassic World werde ich erstmal pausieren. Ich habe noch mal ein Spielchen angefangen da und versuche das noch mal komplett neu aufzubauen. Und dann wird es da weiter dann gehen irgendwann mal. So, was sollen wir machen? So, nutze eine Planierraupe, um den Oberboden aus dem markierten Bereich zu schieben. Aha. Okay. Dann wollen wir den nochmal aus dem markierten Bereich schieben. Boah, ich komme gar nicht klar hier. Nee, halt.
Wir können das mal ändern. So, ne? Ja, genau. So, und jetzt, ne, halt so ran. Warte mal, wie bediene ich denn jetzt nochmal? Rauf, runter. Ah, so, okay. Alles klar. Und jetzt wollen wir Maschinen hier. Okay, ist ein bisschen schwieriger als gedacht. Vor allem, weil er irgendwie nicht schiebt. Irgendwie will er nicht schieben. Okay, wir fahren nochmal. Er ist schon wieder, ne, wie früher. Also, was heißt wie früher? Wie im Let's Play halt. Raupe, gar nicht mein Ding. Das ist so richtig. Fang mal hier an. Na, wahrscheinlich meine ich das aber auch so, ne? Wir können ja noch mal schauen. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Ist echt noch viel Arbeit. Planierraupe war noch nie mein Ding, ne? So, und dann halt, komm schon ein Stück zurück, naja, so. So, und dann schieben wir hier auch nochmal. Na, sieht das gut aus oder sieht das gut aus? Man weiß es noch nicht. Ah ne, halt. Schauen wir nochmal. Ja, doch, sieht gut aus, ne? Ja, perfekt, läuft doch. Dauert halt wieder ein bisschen, ne? Ich könnte eigentlich auch die Schaufel immer ein Stück höher machen. Dann würde das wahrscheinlich ein bisschen schneller gehen. Halt. Und auf geht's. Oh ja, der hat voll Fleisch. Ne? Ey, es dauert aber wirklich lang, ne? Aber gut, egal. Dann wird's wieder eine etwas längere Folge. Ah, ne, halt. Man muss voll entscheiden, was man drücken will. Ah ja, vielen Dank.
Na, runter damit. Na, auf geht's. Das ist wieder schief. Und wir schieben und schieben und schieben. Na komm. Naja, so geht's aber. Ah, halt. So, Leute, sorry für den Cut. Also der Cut, der war so oder so geplant, den wollte ich so oder so machen, aber mir ist die PlayStation abgeraucht. Also sprich, die hat sich aufgehangen. Und ja, ich konnte nichts mehr machen. Dann kam Bluescreen und glücklicherweise musste ich nicht alles hier neu machen. Also sehr gut. So, wir sollen den Bereich frei machen. Wir haben den planiert. Halten wir mal hier die Schippe hoch. Wir machen den Bereich mal frei, ne? So, zack. Okay, nächster Step dieser Aufgabe folgt. Baggere folgendes aus. Bereich markierter Bereich Baustelle. Ah ja, okay. Okay, okay, okay. So, lass mich raten. Wir sollen... Halt, stopp. Anschließend vielleicht auch wieder das da reinballern. Ne? So, stellen wir den mal hier hin. So, dann brauchen wir einen Bagger. Ist die Frage, nehmen wir den großen hier? Oder doch eher einen kleineren? Die Schippe ist schon mal groß, ne? Ich schau mal gerade im Fuhrpark, was wir da noch so zur Verfügung haben. Der ist zu klein, meiner Meinung nach. Wir hatten nur noch einen etwas kleineren Bagger, oder nicht? Der hier. Oder der. Hatten der 1 Kubikmeter, 1 Kubikmeter, was haben wir noch? 1,5 Kubikmeter, der gefällt mir schon besser. Und das nächste ist dann unser großer mit 3, ne? Ja, okay, pass auf, dann nehmen wir den hier, den mit 1,5. Wo ist er? Da. Auslagern, jawoll. Okay, hat sogar noch funktioniert, sehr gut. Ne, halt, wo muss ich hin? Da. Und rein in die Olga. Dann wollen wir mal zum Ausbaggern fahren, ne? Ich jetzt eigentlich immer eine Zeit. Oh. Gott, das ist ja auch voll ewig. Wie konnte man denn nochmal Licht dann machen? Man konnte doch, glaube ich, irgendwie Licht machen, oder? Nee. Hier. Zack. Und weiter geht's. Weiter weg, damit ich was sehe, danke. Und wir halten den ganzen Verkehr auf. Ich fahre den mal eben rüber. So, da kommen wir auch schon hier an unserer Baustelle wieder an. Jetzt habe ich den Sommer eben rausgeschnitten, den Weg. Und das soll man jetzt hier alles aushebeln, ja? Ja, wollen wir mal hier Gas geben, ne, würde ich sagen. Alles hier raus. Die Hütchen stehen da. Heißt, wir müssen das alles da gleich schön wieder rein sortieren. So, dann wollen wir mal gucken. Ja. Machen wir nochmal einen Schritt vor. So. Mittlerweile ist auch schon der nächste Tag. Also. Ich habe das, nachdem mir die PlayStation abgeraucht war,
habe ich nicht nochmal neu angefangen gehabt, weil es schon spät in der Nacht war und ich müde war und ich keine Lust mehr hatte. So, warte mal, sehen wir so besser vielleicht, ne? Und raus damit, aber dann sehe ich nicht, wo ich abladen muss. Na komm. Wow, danke fürs Licht ausmachen. Sehe ich ja gar nichts mehr. Sehe ja nichts mehr. Na egal, kriegen wir auch so hin. So, da kommt nichts mehr. Fahren wir einen Meter zurück und versuchen unser Glück hier. Ja, sieht aber gut aus. Sollten wir hinkriegen. Zack. Oha, ein bisschen weit weggeschmissen. Naja, passiert. Und weiter buddeln. Ah, sieht gut aus. Das sieht hervorragend aus. Ich gehe mal davon aus, dass wir das nachher mit dem Radlader hier alles wieder reinschütten müssen. Aber das sehen wir dann gleich. Ich muss mal einen Schluck von meinem Kaffee trinken. So, und weiter geht's. Und rein da. Ah, da war nicht mehr viel. Mal ein Stückchen zurück. Zack. Aber wenn man sich wieder so ein bisschen dran gewöhnt hat, geht's eigentlich wieder, ne? Mit dem Game hier, mit der Steuerung. Kann man wieder damit arbeiten. War am Anfang ein bisschen ungewohnt. Aber gut. Ja, aber wir haben es gleich fertig. Gehe ich mal schon aus. Ja, sieht gut aus. Sieht hervorragend aus. Damit können wir arbeiten. Halt. Ah. Müsste mal hier reingucken. Ah, geht aber. Halt. So. Dann hier am Rand noch ein bisschen. Zack. Oha. Jetzt sind wir gleich durch. Sehr schön. Und noch einmal einen Meter zurück. Und jawohl. Mache er den Bereich voll. Was? Katsching. Wow, dafür kriegen wir schon 141.000. Ja, moin. Setze die folgenden Objekte in ihre vorgesehene Position blau. PVC-Rohr, die wir beim Baustoffhändler holen müssen. Dankeschön. Und wir brauchen einen Kran. Aha. Na gut, okay, Moment. Jetzt schauen wir mal gerade, wo wir hier den ganzen Krempel hier erstmal hinsetzen. Ich würde sagen, einfach hier mal einen Rand. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass wir den auch nochmal brauchen. So, Baustellenfahrzeuge einfach mal dahin. Und wir brauchen einmal den. Dann brauchen wir einmal halt die Orbit-Kamera, genau. Ah, nee, halt, warte mal, das war sogar der falsche. Den müssen wir rein. So. Und da auch die Orbit-Kamera rein. Dankeschön. So.
So, wir sind in welchem Stadtteil? Hier, dann müsste der Baustoffhändler da vorne sein. Fahren wir mal eben zum Baustoffhändler, da ist er doch schon, Klotz und Kai. Alle aus dem Weg, schandet eilig. Oh, Alter, was für ein Geruckel. Und fahren. Ich fahre mal an euch vorbei. Wenn ich sowieso hier rumfahre. Ja, tolle Wurst. Bleib stehen. Ich muss da rein. Ah. Jetzt. Dankeschön. So, PVC-Rohre brauchen wir. Und was braucht man noch? Betreten. Oh, guck mal hier. Rabatte ohne Ende. Halt, nee. Rabatte, Rabatte, Rabatte. Einmal Kabeltunnel groß brauchen wir. Zack. Optionen, Autolord. Kaching und zack. Oh, komm, echt jetzt? Wie fehlt denn jetzt? Auch eine Palette hätte sie nicht daneben stellen können und die. Moment. Wie komme ich denn jetzt hier? Genau, warte mal. Fahrzeugmodus wechseln. Fahrzeug ist stabilisiert, vielen Dank. So, die, das Kabel da, das setzen wir um. Das kriegen wir da bestimmt umgesetzt, oder? Kannst du das auch irgendwie mal sehen? So wäre ganz cool. So. Komm, das kriegen wir doch hier safe umgesetzt. Kann man das drehen? Rollen, ja. So. Komm, das muss gehen. Ach komm, das geht echt nicht. Warum nicht? Ich will das. Ah. Ja gut, ich hab's verstanden. Verdammt. Nee, was? Wie ging das jetzt hier nochmal? Fahrzeug zurücksetzen. Und jetzt. So. Jetzt muss ich extra wegen den einen Rohren nochmal losfahren, ne? Wie traurig. Naja gut, was willst du machen? Ah, da wären wir fast hier über die rote Ampel gefahren. Das wollen wir ja nicht, ne? Und weiter geht's. Einmal wieder zurück zur Baustelle. Das wird, glaube ich, auch eine größere, ist auch, glaube ich, eine größere Baustelle dann, ne? Naja, für das bisschen Ausbuddeln haben wir schon 141.000 bekommen, ne? Und für den ganzen Auftrag gibt es irgendwie fast 1.000.000, 900 irgendwas 1.000, glaube ich. Na komm, fahr. So, und dann sind wir auch schon wieder. Zack. Und ja, wow. So ein ganz kleiner Radatsch erstmal wieder hier entladen. Ah, ne, halt. So.
Das machen wir doch eben und dann haben wir alles geschafft, ne? Würde ich sagen. Zack. Schade, dass das nicht gegangen ist. Hätte ich mich die anderen Rohre auch noch mitnehmen können. Naja gut, egal. Was ich ist, ist nicht. Aber eben einen auf schnell halt. So, kommen wir bis da hinten hin, ja, ne? Sollte gehen. Und zack, jawohl. Einmal wieder einfahren. So. Und zack. Rein damit. Ja, gerade so gereist, passt. Ja, komm her. Ja, der Platz wäre ja da gewesen, ne? Auf dem LKW. So, jawohl, sehr schön. Das heißt, zack und zack, so. Wir können hier Feierabend machen erst fürs Erste und können erstmal ja, die Füße hochlegen, weil wir müssen die Rohre noch verlegen und dafür brauchen wir noch einen Kran, wir brauchen noch weitere Rohre. Die hole ich jetzt offscreen eben mal und dann gucken wir mal, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Gerne kommentieren, bewerten und kostenlos natürlich abonnieren. Dafür bedanke ich mich recht herzlich. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao, ciao.